Redner zurück bei der Aussprache zum Gesetzentwurf der AfD zur Maskenpflicht, und der Herr Abgeordnete Andreas Winhardt von der AfD-Fraktion hat das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ja, warum braucht es diesen Gesetzentwurf? Kinder und Jugendliche werden zum Spielball der süddeutschen Corona-Politik, und Bayerns Eltern müssen zusehen, wie ihre unmündigen Kinder und Jugendlichen zu Tests und Masken für den Präsenzunterricht gezwungen werden. Aber Bayerns Eltern stehen auf, meine Damen und Herren. Es ist nämlich der Wunsch der Bürger, dass es hier für die Regierung klare Regeln gibt in Zukunft. Nur ein Beispiel: Die Elterninitiative Gemeinsam stark hat Mitte Mai über 9000 Unterschriften eingereicht als Petition an unseren Kultusminister. Den hat das allerdings relativ kalt gelassen. Land auf, Land ab gibt es Widerstand, nicht nur bei den zahlreichen Corona-Demonstrationen, haben Sie das vielleicht miterleben können, wer mal hingeschaut hat, den ganzen Herbst, den ganzen Winter, jetzt auch im Frühling noch, haben Eltern dargelegt, wie sehr die Kinder in der Schule, in der Kita unter den Masken leiden müssen, und waren viele sehr persönliche Schicksale dabei. Auf jeder Corona-Demo, wo ich war, war wieder ein Beispiel, wo ein das wirklich ans Herz gegangen ist, wie Kinder unter diesen Maßnahmen der Regierung gelitten haben. Ja, jetzt sind die Corona-Zahlen massiv gesunken, hat das ein bisschen angepasst zu den letzten Wochen des Schuljahres. Aber Herr Söder, Herr Spahn, Herr Lauterbach, Sie schwadronieren bereits von der nächsten Welle, ganz egal, ob die jetzt mit Delta kommt oder mit Lambda. Viele fragen sich eigentlich nur noch, komme ich rechtzeitig aus dem Urlaub nach Hause oder findet der nächste Lockdown vor oder nach der nächsten Bundestagswahl statt. Und wenn man sich jetzt das anhört, wie hier die Diskussion wieder zu diesem Thema kurz gehalten wurde, der Kurzauftritt des Kollegen Professor Dr. Waschler, der lediglich festgestellt hat, dass hier die Rechtsmäßigkeit der Maßnahmen bislang durch ein Gericht festgestellt wurde, dann fragt man sich schon mal, ist es dann auch fachlich und sachlich richtig, was hier abläuft? Und zum anderen, würde ein Gericht auch bei diesen Inzidenzwerten, die wir jetzt aktuell haben, genauso urteilen? Dann haben wir vom Kollegen Gotthardt gehört, solange es Covid gibt, braucht es Maßnahmen. Ja, das sind diese Zero-Covid-Anhänger, gibt es ja doch ein paar davon. Das hat aber mit Lebensrealität, ehrlich gesagt, nichts mehr zu tun. Frau Waldmann, Sie haben das beste Beispiel genannt. Wir haben gestern diskutiert über die OP-Masken. Ja, in jeder Zahnarztpraxis sind OP-Masken seit Jahren im Einsatz. Da braucht es auch keine FFP2-Maske, wenn eine Grippewelle ist. All das sind wunderbare Beispiele, die Sie selber geliefert haben, dass man eben hier mal mit einem genauen Auge hinschauen müsste, ob diese Maßnahmen verhältnismäßig sind. Und unserer Meinung nach sind sie es eben nicht. Das Gleiche geht es an den Kollegen von der FDP. Sie haben kritisiert, dass es der falsche Zeitpunkt ist. Ja, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, dass Sie verstehen, dass es Forscher gibt, die sich seit längerer Zeit bereits damit auseinandergesetzt haben, wie die Aerosolentwicklung vor Ort ist und oder in den Schulen ist oder in den Gaststätten ist, und dass diese Aerosolforscher eben zu diesem Ergebnis gekommen sind, dass diese Masken halt relativ wenig helfen. Das Ergebnis dieser Studien wird nicht anders sein, wenn wir in die Vergangenheit blicken, genauso wie in die Zukunft. Und das Gleiche gilt für die Grünen, die ja im Herbst wieder die normale Schule wollen. Normal ist der Schulbesuch ohne Maske. Und wenn Sie ein Deutschland aber normal wollen, dann müssen Sie AfD wählen. In dem Sinne sage ich vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wünsche noch frohe Diskussionen und freue mich auch vor allem auf die zweite Lesung. Die Aussprache ist geschlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege als federführenden Ausschuss zu überweisen. Besteht damit Einverständnis? Dann ist es so beschlossen.